Ich Ich bin nicht meinte ganz jetzt die sicher. Bezauberten. Ich glaube, Die jetzt, haben wo sie sich 9 Tage. zerstreut. Ja, jetzt, wo sie 9 Tage weg ist von ihrem Ort. Also. Ja, sonst bringen wir die um. Ich meine, das ist mir jetzt noch nicht so wichtig. Ich wollte es nur vorher mal gesagt haben. Und ich hatte doch gesagt, die meisten sind gegangen. Einige haben sich in die Haare gekriegt. Gonesh hat einigen auf die Fresse gehauen Guter Mann. einige Sachen geklaut. Die liegen noch drin. Ja, guter Mann, habe ich ja gesagt. Ja, Isarun, dann sag mal, wie du da jetzt hin willst. Wir marschieren nach Werheim. Aber. Über die Reichsstraße wird der schnellste Weg sein. Wir machen uns ein Bild über die Lage. Dann können wir nämlich auch noch direkt der Kaiserin berichten, was aus Werheim geworden ist, wie es dort im Moment aussieht. Und wollen wir Waldmannshus umgehen oder nicht? Wir umgehen es. Gut. Nun, wie weit ist denn das Dorf von der Straße entfernt? Nicht sehr weit, aber auch nicht, also es ist nicht um die Straße herumgebaut, oder? Das Symbol erstreckte sich ein kleines Stück über die Straße. Der kleine kreisrunde Teich gehört noch dazu. Nun gut, so einen blöden Teich werden wir wohl umrunden können. Ja, und dann vielleicht noch ein bisschen Sicherheitsabstand. Ich frage mich, was aus dem Ort werden wird. Aber nun ja, der Ort an sich ist ja nicht böse. Ich hätte auch Nein. kein Problem damit, wenn sich eine andere Hexe dort ansiedeln würde, die vielleicht weniger unangenehme Gewohnheiten hätte. Aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Richtig, zur Not. Wenn sich da wieder eine unangenehme Hexe ansammelt, dann gehen wir wieder dahin. Und naja, wir kennen ja das Prozedere. Ach, zu schade, dass wir unter Zeitdruck sind. Ich hätte mir dieses Phänomen gerne einmal angesehen. Das können wir gerne machen, wenn die Zeit irgendwann einmal Möglichkeiten zulässt. Ja, später. Gut, ich schlage vor, dass wir heute noch hier verbringen und morgen direkt nach Tagesanbruch aufbrechen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Sonst werden wir bei Anbruch der Nacht in etwa bei Wiedmanns Hus sein, denke ich. Und das wollen wir nicht. Wie viele Pferde haben wir nun? Eines weniger, als wir Personen haben. Jarlan hat sein Pferd behalten, nicht wahr? Ja, natürlich. Dann schlage ich vor, dass wir der Hexe, die keine Hexe ist, das Botenpferd geben und die echte Hexe zu Fuß gehen lassen. Wie wäre es, wenn beide auf dem gleichen Pferd reiten? Es müsste funktionieren. Sie sind beide nicht besonders kräftig. Hauptsache, wir verlieren möglichst wenig Zeit und überanstrengen die Tiere nicht. Nun, wir probieren es einmal. Ansonsten muss eine von beiden halt manchmal wechseln. Bei uns mitreiten für eine Weile. Für den Transport sollten wir der echten Hexe auch noch die Augen verbinden. Ihr seid die Expertin. Nun, erzählt doch einmal, was euch im Norden passiert ist, Rafim und Abelmir. Genau. Ach, eine langwierige. Abelmir, wollt ihr von eurem Glanzmoment selbst erzählen? Oder soll ich? Glanzmoment, was ist denn passiert? Jetzt bin ich aber auch gespannt. Ja. Es war ein Abelmir-Moment, wenn ich das so sagen darf. Vielleicht wollt ihr die Geschichte erzählen, sonst erscheint meine Geschichte vielleicht etwas unglaubwürdig aus meinem Mund. Oh. Also wir fangen erstmal mit dem Tiefpunkt eurer Reise an und dann könnt ihr glorreich abschließen, sag ich mal. Wir sind also auf dem Weg nach Norden. Da ist erstmal nix. Also ganz lange nix. Also irgendwelche Dörfer, aber mir redet mit denen keine Ahnung, war mir egal. Dann kommen wir in so ein komisches Dorf am Rand vom Wald. Aber mir geht rein. Nix passiert. Nix passiert. Nix passiert. Die Trolls kommen, mir wird langweilig. Wir gehen da rein. Aber mir ist weg. Einfach weg. Was? Ja, komisch, ne? Treffen da so einen Schmied. Der sagt, habe mir wegen Nekromant. Ich sag ihm, habe mir ist kein Nekromant. Der Schmied guckt doof. Dann kommen irgendwelche Kinder angerannt, die haben wohl habe mir vorher gefangen genommen. Die Was? befreien habe mir. Kinder. Wirklich? Ja, also, so ein Stöpsel halt.
Nun ja. So ein Schritt. Es gab die Möglichkeit, mich gefangen nehmen zu lassen oder diese Kinder abzuschlachten. Ich entschied mich für erstere Methode. Warum haben sie euch denn? Da war sogar eins, das war 130 Halbfinger groß. Oh, also. Das ist ja wirklich groß, das ist. Ja, ein bisschen unterernährt, aber ansonsten. Sehr gefährlich. Ihr seid ja ein richtiger Kinderschreck. Ja, wie gesagt, es bestand die Möglichkeit, dieser Kinder dem Herrn Boron zuzuführen oder auf die Trollsacker und Rafim zu warten. Ich denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Zum Wohle der Kinder. Richtig. So habe ich mir, dann könnt ihr jetzt heldenhaft beenden. Nun ja, nachdem ich diesem Schmied doch eindringlich geraten habe, die Kinder in eine trawiergefällige Umgebung zu überführen, um ihre Erziehung zu gewährleisten, verneinte er dies und gestattete mir, beziehungsweise uns von dann zu ziehen. Ich denke, jedes Wort weiter wäre verschwendete Liebesmühe gewesen. So wendeten wir uns nach Norden und gelangten nach Wutzwald, einem wirklich erbärmliches Kaff, wenn man so sagen darf, selbst für Darpatien. Eine traurige Geschichte erwartet uns dort. Der Baron von Wutzwald, ich habe diesen Namen schon wieder vergessen, wie er hieß, egal. Nun, er erwartete uns in seinem Zelt und gestand uns eine schreckliche Tat. Ihr wisst doch, dass die Untoten in den umliegenden Wäldern hausten und er einen Brief an die Golgariten schrieb. Nun, er hielt Antwort. Die Golgariten tauchten auf und wurden von ihm und seinen Mann des Nachts niedergemetzelt. Er sagte, dass er sie nicht erkannt hat in der Dunkelheit. Ja, eine traurige Geschichte. Er ruft nach Hilfe und schlachtet die Hilfe ab. Nun, ist es nicht an uns, ihn zu richten. Dies muss die Boronkirche tun. Ich erlegte ihm auf, dass wir uns um die Untoten kümmern und er sich so bald als möglich nach Punin begeben sollte, um Abbitte zu leisten für sein schändliches Verhalten. Ich weiß nicht, ob er es tut oder nicht. Aber Boron wird sich sein erinnern. Daran bin ich mir sicher. Nun, als wir dann in diese Wälder aufbrachen, fanden die Trollzacker ein aufgebrochenes Hügelgrab. Sie waren etwas aufgeregt und diskutierten. Sie sagten etwas von einem Totenreich und dass sie dort den Wald überwechseln wollen. Naja, was Trollzacker so erzählen. Nun, im Inneren fanden wir dann einen Geist einer, ich weiß nicht, ist er eine altertümliche Kostümierung, wie in früheren turbischen Zeiten. Diese Alhania, wie auch immer sie heißen mögen. Nun, dieser Geist ist anscheinend eine Zauberin gewesen und Räuber, die diese Grabstelle aufgebrochen hatten, hatten ihr ein wichtiges Amulett gestohlen. Und sie bat uns, doch dieses zu finden. Sie hatte die Toten der Umgebung aufgeweckt, um die Räuber zu suchen, konnten sie aber nicht finden. Ja, und so nahmen wir uns diese Aufgabe an. Wir fanden dann diese Räuber in einem Steinkreis, ähnlich wie Boltag-Steinkreis vor Wehrheim. Anscheinend wehrte diese die Zauberei oder die Hellsicht dieser Zauberin ab. Nun, wir nahmen diese Räuber gefangen, übergaben das Amulett wieder der Zauberin und diesem Geist und sie versprach uns, die Toten wieder in ihre Gräber zurückzuführen. Und ich hoffe, das bleibt doch so. Nun, nachdem wir dieses aufgebrochene Hügelgrab wieder einstürzen ließen, beziehungsweise den Eingang verschütteten,
begaben wir uns mit diesen Räubern zurück zu dem Baron und übergaben sie nun seiner Rechtschaffenheit und seinem Rechtsanspruch, diese zu richten. Anscheinend sind die Untoten fürs Erste aus diesen Wäldern verschwunden. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. In der Tat, aber ein alhanisches Hügelgrab hier, das ist ja faszinierend. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen, aber sie sah sehr merkwürdig aus. Eine hochgewachsene Frau, herrschaftlich, wie in Zorgan oder in Oran oder in ja diesem ähnlich gekleidet. Ein merkwürdiger Mix aus einem tobischen und einem tulamidischen Kleidungsstil. Ja, ja, wir haben genug über ihre Kleidung gehört. Ich denke, ihr habt das Richtige getan. Ich hoffe. Ich habe viele Untote umgebracht. Das ist gut. Habe ich auch gedacht. Nun, und dann kehrten wir zurück in dieser fürchterlichen Schneesturm. Diese Geschichte mit dem Baron ist ja wahnsinnig tragisch. Ein Unglück. Er hat auch sehr viel geweint. Ich wollte ihn zur Ordnung rufen, aber er versank in Selbstmitleid. Vielleicht hättet ihr ihn besser trösten sollen. Ich weiß vielleicht nicht. Vielleicht hätten wir ihn gleich hinrichten sollen. Aber was? Das steht uns nicht zu, denke ich. Ich denke, die Götter werden es anerkennen, wenn jemand einen ehrlichen Fehler macht. Er tötete Geweihte. Aber ohne böse Absicht. Das ist doch völlig egal. Nun, so würde ich es nicht sehen. Die Götter können schließlich in unsere Herzen hineinsehen. Halt Deboren wirklich für so einen nachsichtigen Gott? Nun. Es wird auf der Waage liegen. Und dann wird entschieden. Ich denke zumindest, dass es den Göttern nicht gleichgültig ist, was unsere Intention bei dem ist, was wir tun. Ich denke, man kann gute Dinge aus den falschen Motiven tun und umgekehrt. Welche Waage meint ihr denn jetzt? Die Seelenwaage natürlich, Redhorn. Aha. Kennt ihr so etwas nicht? Nein. Sie sind Zwerge, sie sind ja immer alle gut. Wofür bräuchten sie die Waage? Ja, das ist richtig. Außer ein Zwerg bringt einen anderen Zwerg um. Das ist nicht so. Das machen wir nicht. Also wir versuchen es nicht. Wir Menschen recht häufig. Ja, das habe ich mitbekommen. Ja, nur dass du da nicht überrascht bist. Nein. Bei Menschen überrascht mich nichts mehr. Aber... Wir sind interessant, nicht wahr? Interessant, so könnte man es auch nennen, ja. Aber wenn er jetzt die Möglichkeit hat, noch ganz viele gute Sachen auf seiner Waagseite zu sammeln, vielleicht hilft ihm das ja. So hätte ich versucht, ihn zu trösten. Er hat einen Fehler gemacht und viel Schlechtes angesammelt, aber wenn er sich jetzt unserem Kampf gegen den Drachen anschließt, dann ist das auf jeden Fall etwas Gutes und das wird ihm auch auf dieser Waage zu Gewicht gelegt. Nichtsdestotrotz muss er sich den nun ja kirchlichen Autoritäten stellen. Ja, aber nach der Schlacht mit dem Drachen. Gegen den Drachen brauchen wir alle, die wir haben. Wenn du auf der Waage stehst, können die Götter dir helfen. Wenn sie das wünschen. Weil wir Chorgeweihte machen ja auch viel, was jetzt den anderen Göttern nicht gefällt. Aber dann... Chor, ein gutes Wort für uns sein, möchte ich fast sagen. Vielleicht kann er Ähnliches schaffen. Er machte nicht den Eindruck, als wäre er noch kampffähig. Man kann ja auch so viel Gutes tun, ohne zu kämpfen. Wenn man sich um die Armen, die Kranken, die Schwachen kümmert. Das gefällt den Göttern. Ich habe gehört, da gibt es ganz viele Kinder, die ohne Eltern sind. Vielleicht macht ihr ein Waisenheim auf oder so? Ja, zum Beispiel. Vielleicht sollt ihr erstmal deine Aufgaben in seiner Heimatbaronie klären. Dieser Schmied mit seinen Kindern.
Das ist eine vorrangige Aufgabe. Genau den habe ich ja gemeint. Die würden ja gut in ein Waisenhaus passen. Richtig. Wir werden sehen. Ich hoffe, er versucht nicht, sich das Leben zu nehmen. Ich denke nicht, dass Boron das gnädiger stimmen würde. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, aber Menschen in solchen Situationen kommen auf die seltsamsten Gedanken. Das findet der Boron gar nicht gut, wenn man sowas macht. Ja, deswegen sage ich ja. Ich hoffe, jemand wird sich seiner annehmen. Nun, aber ihr hattet doch erzählt, dass einer der Golgariten überlebt hat? In der Tat. Ja, aber der hat auch nur geweint. Er ist aber immer noch seinem Gott verbunden. Davon möchte ich, da gehe ich jetzt mal von aus, ja. Dann wird er die Kraft haben. Ja, das möchte ich jetzt hoffen. Habt ihr denn irgendwas Interessantes erlebt, dieser Ruhn? Also, durchaus. Außer das mit der Hexe, die keine Hexe war. Die Nicht-Hexe. Ja, die Nicht-Hexe, die zukünftige Gärtnerin. So per Radio. Wir haben übrigens einen Garten. Ja, da habe ich das Ölblatt angepflanzt. Ach, so. Das ist ein Garten. Ihr euch den restlichen Tage über das Schicksal eures Kräutergartens in eurer eigenen kleinen Villa unterhalten. Ihr könnt in Talf mit den verriegelten und verrammelten Türen und Fenstern die Nacht über unterziehen und euch noch etwas erholen, weitere Geschichten erzählen und am nächsten Tage aufbrechen. Wir schreiben den 10. Februar. Mit den Pferden, die Augen verbunden von Alariel, könnt ihr sie mitführen, eure Hexe dann ebenso mit dabei, das Pferd vom Botenreiter, der gestorben ist, könnt ihr dann ebenso mitführen und Weidmannhus umreiten. Hier könnt ihr wieder das merkwürdige Symbol erkennen und dieser Hund dann zum weiteren antreiben, damit sie dann hier nicht verweilt, denn das könnte man tatsächlich viele lange Tage studieren. Möchtet ihr euch unterwegs unterhalten? Was war denn nun mit Albuin Isarun? Wie war euer Eindruck? Ist er verrückt oder ist er wirklich Praios Sohn? Ich finde diese Frage sehr schwierig zu beantworten. Er ist kein Mensch, den man leicht durchschauen kann. Er begrüßte uns sehr freundlich und hieß uns willkommen. Und erst war mein Eindruck sehr positiv. Doch dann, als wir länger mit ihm gesprochen haben und ihm zum Beispiel das Problem mit der Trollmauer nahegelegt haben, erschien die Sache nicht besonders ernst zu nehmen, sondern sie nur in seinen Katalog an Vorhaben aufzunehmen, aber ihr keine große Priorität beizumessen. Nun, das ist merkwürdig, aber man sagt, die Wege der Götter sind unergründlich. Allerdings stimmt mich sehr skeptisch, dass er diese Frau zu Unrecht als Hexe verurteilen wollte. Ein solcher Fehler sollte einem Göttersohn doch wohl nicht unterlaufen. Nun, genau, gerade einem, der dem Gott der Wahrheit unter anderem verpflichtet ist. Was, wisst ihr, etwas Merkwürdiges ist passiert, als ich ihm zum Abschied die Hand gegeben habe. Ich habe ja schon von dem Schädel des heiligen Gilborn erzählt, mit seiner magiefressenden oder neutralisierenden Aura. Aber als ich Albuin von Bregelsaum die Hand schüttelte, konnte ich spüren, wie ein Teil meiner Astralkraft meinen Körper verließ. Meine Hand kribbelte, war sehr seltsam taub. Er, meines Eindrucks nach, ist er von Praios tatsächlich berührt worden. Ein Mystiker. Bemerkenswert. Das stimmt. Allerdings, mein Gesamteindruck. Ich würde sagen, er wurde von Praios berührt. Aber sein Geist war dafür nicht stark genug. Er hat in die Sonne gesehen und wurde geblendet. Er sieht nicht die Prioritäten oder die Wahrheit.
Er bleibt also ein sterblicher Mensch, der vielleicht seine Bedeutung überschätzt. Ja, das machen Menschen in der Regel. Gab es nicht schon mal also einen Präzedenzfall? Der Gegenbot des Lichts? Er wurde auch von einem Greifen besucht und glaubte daraufhin, dass er der wahre Wahr der Ordnung ist, nicht wahr? Ja, und dann kam es zu der Kirchenspaltung. Naja, aber das war ja nur ein temporäres Phänomen. Nun, vielleicht ist dieser Alboin stärker von diesem Phänomen betroffen, als er es selber vielleicht wahrnehmen will. Von dem Phänomen? Nun ja, manche können nicht die Gegenwart ihres Gottes unbeschadet überstehen. An Geist und Körper. Das ist tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Da kann man den Mann schon verstehen. War das damals bei der Kirchenspaltung nicht so, dass Pryors ihn tatsächlich ausersehen hatte, Bote des Lichts zu werden, aber nicht zu diesem Zeitpunkt? Also eine Fehlinterpretation. Vielleicht hat auch Alwin, was auch immer Pryors ihm offenbart haben mag, falsch verstanden. Aber ich dachte, Pryors wäre so wahrheitsliebend und geradlinig. Müsste er dann nicht in seinen Visionen auch wahr? Also ich weiß nicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Natürlich. Der Herr Pryors ist auch der Herr der Wahrheit. Und seine Visionen mögen ebenso wahr sein. Das bedeutet aber nicht, dass der menschliche oder auch elfische, zwergische, eben der sterbliche Geist all diese Wahrheit zu begreifen vermag. Sulamin, hattet ihr schon eine Vision eurer Göttin? Und mögt ihr davon berichten? Nun, solche Dinge sind natürlich etwas sehr Persönliches. Ich denke, mein Fall ist anders als der von Alwin oder auch von Yalan. Ich war von meiner Geburt an ausersehen, der Göttin zu dienen, müsst ihr wissen. Meine Geburt war gewissermaßen ein Wunder, beziehungsweise wurde von den Geweihten so interpretiert. Meine Mutter war 12 Monate schwanger, müsst ihr wissen, was beim Menschen eigentlich unmöglich ist. Aber die normale Tragzeit bei Pferden ist. Und nun, natürlich machten sich alle große Sorgen und man erwartete das Schlimmste. Aber nach diesen 12 Monaten gebar sie mich, eine gesunde Tochter, angeblich auch damals schon, sehr schön anzusehen, wie man mir sagte. Und so versprachen meine Eltern, mich im Alter von 12 in den Tempel zu geben, wie es üblich ist. Heißt, Raja war immer Teil meines Lebens und ich hatte nie dieses Erweckungserlebnis, versteht ihr? Also seid ihr quasi auch eine Mystikerin? Ja, oder zumindest von Anfang an von der Göttin berührt? Ich würde mich als Mystikerin bezeichnen, ja. Ich halte auch viel vom Dualismus, von Askese und Ekstase, das typisch für die tulamidische Mystik ist. Es ist auch einer der Gründe, weswegen ich mit Bibanel von Hengisfort ging, die ja auch eine große Mystikerin ist. Diese Ausrichtung liegt mir und ich bewundere sie auch bei der Rondrak und anderen Kirchen. Haltet einmal an. Ich sehe da vorne irgendwen, der auf uns zukommt. Eine Gruppe von Leuten. Freunde? Was weiß ich nicht. Die sehen nicht einheitlich gekleidet aus. Oder vielleicht sind es Flüchtlinge. Ich zieh mal mein Schwert. Wenn's keine Freunde sind, lassen sie uns bestimmt trotzdem in Ruhe. Davon ist auszugehen. Seid trotzdem auf der Hut. Habt eure Waffen vielleicht etwas lockerer schon.
die auf die Person zugeht, dass sie verschiedener Couleur sind, Frauen. Wenn sie euch dann viel zu spät erkennen, seht ihr dann auch, wie Schwerter gezogen werden und sie auf euch zugehen. Richtig. Halt! Namen der Bohlenburger Hand. Wer seid ihr und was wollt ihr hier? Die zwei wünschen Grüße. Ich bin Major Marga Isarun von Spogelsen. Wer seid ihr? Bohlenburger Hand, haben wir doch gesagt. Was soll denn die Bohlenburger Hand sein? Abenteurer? Kümmern uns um Diebe und Mörder. Ja, dann mach das mal schön weiter. Wir sind jedenfalls keine davon. Wir reisen weiter nach Wehrheim. Isarun, Moment. Ja. Wir haben doch einiges hier erlebt und wenn das wirklich Abenteurer sind, vielleicht könnten wir ihnen ein, zwei Aufträge geben. Na gut, was also, schwebt euch denn vor? Naja, zum einen diese Kinder, die alle mir gefangen gesetzt hatten. Vielleicht könnte man sich um die ein wenig kümmern. Sie haben Kinder gefangen gesetzt? Nein, die Kinder haben unseren einen Magier hier gefangen gesetzt, weil sie es nicht besser wussten. Naja, die Kinder waren ja nicht böse und der Schmied hat auch nur versucht, sich um sie zu kümmern, wie mir schien. Und vielleicht könntet ihr diese Kinder aus ihrem Gefahrenbereich herausbringen, denn mir scheint, dort wo sie sind, sind sie nicht sicher. Oder? Ich bin auch Schmied. Okay, und also... Ja, also, Voltax, was ihr vorschlagt, ist, dass diese Kinder wohin genau gebracht werden? Naja, zumindest an einen sichereren Ort und das Hexe-Schweidmannshus, beziehungsweise, da wo wir gewesen sind, halt Hexe. Noch unversehrt ist. Ach, die haben wir gefangen genommen, die liegt da hinten auf dem Pferd. Richtig. Ja. Hexen können wir nicht so, also. Ja, keine Sorge, wir haben ja ein Fall ist nichts dabei. Ich bin gelernter Schneider. Guten Leute, es ist sicher so, dass dieses Land vielen Orten eurer Hilfe bedarf. Aber seht zu, dass ihr euch nicht übernehmt. Eure Schuhe sehen sehr, sehr ungepflegt aus. Kann ich euch nur Schuhe? Melde. Das sind meine Füße, das sind keine Schuhe. Ja, die sind etwas dreckig, aber ich brauche auch keine Schuhe. Ich möchte Sumus. Seid ihr sicher? Die Sohlen sind sicherlich schon durchgetraut. Nein. Lauft euch bitte keine blutigen Füße. Ach. Wenn ihr ein Abenteurer seid, ist das Erste, wie ihr das einstellt. Was ich euch vorschlagen wollte, war das Folgende. Das Hexe-Schweidmannshus ist ja jetzt nicht mehr von der Hexe kontrolliert und es ist noch ein recht fruchtbares Städtchen mit einem recht fruchtbaren Landstrich darum. Vielleicht könntet ihr die Kinder, die Abelmir, wo waren die Kinder noch gleich? In Wutzenwald, etliche Tagesreisen von Talf entfernt. Genau. In Wutzenwald holen und nach Hexe Schweidmannshus bringen. Dort dürfen sie in Sicherheit sein. Dort könnt ihr sicherlich mit den Kindern und dem Schmied zusammen ein florierendes Dorf aufbauen. Schmied? Ja, dann habt ihr zwei Schmiede und könnt Schmiededinge tun. Wir können das Dorf aufbauen, das ist ausgezeichnet. Ich bin Schreiner, müsst ihr wissen. Das eine oder andere da herstellen. Boah. Das ist doch super. Brauchen Sie auch ein paar neue Regale oder so? Es mag sein, dass sich noch der eine oder andere Halunke in der Gegend herumtreibt. Also seid vorsichtig. Aber ich denke, nichts, dessen ihr nicht gewachsen wärt. Natürlich nicht. Wir sind die Bohlenburger Hand. Ja, ich habe schon viel gehört. Sicher, dass ihr keine neuen Schuhe braucht? Ich bin mir sicher, andere können neue Schuhe viel dringender gebrauchen. Drei Silber, das ist wirklich nicht... Steckt mittlerweile ihr Schwert weg. Hier, nehmt einfach diese 3 Silber. Das ist für den guten Zweck. Danke. Nämlich für die Bohlenburger Hand. Und falls sich jemand mit Bienen auskennt, in Talf sind Bienenstöcke. Hm? Nee, mit Bienen nicht, aber ich bin Händler. Ja, wunderbar. Von Eichenfeld müsst ihr wissen. Wohlhabende Familie.